Erstmals sagte Reza Zarrab, dass die Luxusarmbanduhr von Safer Charlayan eine Schmiergeldzahlung war. Die Frage dazu hatte der Staatsanwalt gestellt, die Zarrab mit einem Ja beantwortete. Der Geschäftsmann konnte aus der Haft in der Türkei entlassen werden, indem er teilweise Schmiergeld gezahlt hat. In der Hand hielt Zarrab Unterlagen. Dabei sagte er, das sind die Gelder, die an Safer Charlayan gezahlt wurden. Das waren Zarrab zufolge Provisionen, die für die Geschäfte mit dem Iran gezahlt wurden.